Und damit herzlich willkommen zum Topspiel am zweiten Spieltag, beziehungsweise es ist nicht der zweite Spieltag, warum auch immer dort der zweite Spieltag angezeigt wurde. Es ist der sechste Spieltag und wir begrüßen den Hamburger SV und den FC St. Pauli zur Prognose hier am sechsten Spieltag. HSV ist erster, führt die Tabelle an und St. Pauli ist auf Platz 6, also eine richtig interessante Partie, was hier ansteht. Im Direktvergleich ist der HSV deutlich besser. 11 Siege, 8 Unentschieden, 4 Siege für die St. Paulaner. Und heute möchte St. Pauli den Trend aus dem letzten Spiel mitnehmen. Da hat man gegen Darmstadt 2:2 gespielt, der HSV hat 3:1 gegen Würzburg gewonnen und ich werde wieder die Highlights zeigen, aber davor natürlich die Aufstellung vom HSV und dem FC St. Pauli. HSV startet mit Ulreich im Tor, die Abwehr Leibold, Leistner, Jung und Wagnermann, Duziak, Hunt und Chasula das Mittelfeld und Kittel, Terodde sowie Jatta vorne im Sturm. Auf der Bank dann noch Hinterseher, Winzheimer, Kintsugi und der Rest habt ihr gesehen. St. Pauli startet mit Hillmann im Tor, Pack, Garada, Bubala und Sternung 2, Benatelli, Pinoy, Dicken, Kere, Wickhoff und vorne Burgstaller. Auf der Bank dann noch Zier, Eis unter anderem und Smash. Und hier das Volksparkstadion ist dicke Packe voll und dann sehen wir uns zur ersten Aktion. Und der HSV kommt direkt mal mit der ersten Möglichkeit. Und der HSV hat damit die erste Möglichkeit. Terodde. Aber gut pariert des Keepers von St. Pauli. Es wird die Ecke geben, getreten von Aaron Hunt. Was wird daraus resultiert? Nichts. Aber noch ist die Aktion nicht gegessen. Duziak. Und wieder ist es die nächste Ecke. Ich lasse diese Situation ungeschnitten, weil es ist echt interessant hier jetzt nochmal Standardsituation für den HSV. HSV möchte natürlich da oben bleiben, deswegen machen sie schon mal richtig Dampfhand mit der nächsten Hereingabe und Leistner kommt an den Ball und Chasula sowie Jung. Jatta, noch ist die Aktion nicht gegessen, noch ist diese Situation nicht vorbei, aber ich glaube, da passiert jetzt auch nichts mehr, deswegen springen wir zur nächsten Situation. Gute Möglichkeit jetzt für St. Pauli, die erste vielleicht in dieser Partie, Knoll, aber er spielt zurück und das war die Chance nicht, aber der HSV im Gegenangriff jetzt. Daraus wurde leider nichts gemacht und es wird jetzt ein Mittelfeldgespiel hier in Hamburg kurz vor der Pause. Wir schreiben schon die 41. Minute und bis dato ist nichts los in dieser Partie. 0:0 der Zwischenstand. So steht es zur Pause 0:0 zwischen Hamburg und St. Pauli. Eine interessante Partie, ein interessantes Derby. Terodde mit der besten Möglichkeit für Hamburg, aber bis jetzt ist hier nichts los. 0:0, daher wir springen in die zweite Halbzeit. Kein Abseits, Ulreich ohne Probleme, Wickhoff hatte die Möglichkeit hier, aber es bleibt beim 0:0. Jetzt die Möglichkeit, Jatta, Hand, kann der HSV was daraus machen? Terodde, Lucia, Terodde, Hand, die finden den Abschluss nicht. Terodde, wieder ist es Aaron Hunt, Aaron Hunt muss es doch mal abziehen, was machen die denn da, der HSV? Mich wundert es, warum sie da oben stehen. Hunt, Duziak, das muss die Führung sein, da ist die Führung in der 70. Minute. Er zieht Jeremy Duziak den Führungstreffer für den HSV, aber wie lange man gebraucht, um einen ordentlichen Angriff
vervollständigen. Und dann ist Duziak da, Vorlage von Hand, und Duziak dann mit der Chance und mit dem Treffer 1:0 für HSV. Wird der FC St. Pauli jetzt noch zurückkommen oder bleibt es bei diesem Ergebnis oder erhöht sogar der HSV auf 2:0? Das werden wir sehen. Wir schreiben die 88. Minute, kommt noch der Ausgleich. Nein, die 89. steht 1:0 weiterhin. Es ist nichts bis zu diesem Zeitpunkt passiert. Eine Minute wird nachgespielt. Ich lasse diese Aktion laufen. Hand. Vielleicht wird hier noch was daraus gemacht. Jatta. Auf jeden Fall verliert er den Ball. Und jetzt muss der Schiedsrichter abpfeifen. Wir sind schon über die Nachspielzeit. Und so ist es, der Schiedsrichter pfeift ab, Sieg für den HSV. Damit festigt der HSV Platz 1 in der Tabelle. Und mal gucken, gegen wen es als nächstes geht. Für den HSV am 7. Spieltag dann wird es für den HSV gehen gegen Kiel, das nächste Derby steht an, und für St. Pauli. St. Pauli bekommt es mit Karlsruhe zu tun, und damit heißt das Topspiel wohl Kiel gegen HSV. Welches Spiel ich am nächsten Wochenende zeigen werde, das weiß ich noch nicht. Das muss ich noch entscheiden. Die La Liga konnte ja nicht kommen, aber dafür die zweite Liga und dafür auch so ein Spiel dann. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren, wenn du neu bist. Und schaltet auch in der Karriere ein. Jeden Samstag und Mittwoch eine neue Folge der Türkei Karriere und freitags dann regelmäßig Gameplays. Letzte Woche habe ich es zeitlich nicht geschafft. Dafür kam am Dienstag die Prognose der dritten Liga zwischen HSV bzw. zwischen Mannheim und Rostock, und meine Prognose für dieses Ergebnis heißt 1:0 für Hamburg. Damit tschüss und bis zum nächsten Mal.